Liebesbriefe, geschrieben von berühmten Männern und berühmten Frauen. Eine musikalische Lesung des Ensembles der Theaterkompanie Tagträumer. Nichts beflügelt die Seele mehr als die Liebe. Wenn Liebende getrennt sind, ist die Stunde des Liebesbriefs gekommen. Sie sind Boten des Verlangens, Dokumente der Leidenschaft, sie überbrücken Zeit und Raum. Einen Brief des Geliebten zu berühren, ist wie in die Arme genommen zu werden. Bettina schreibt an Johann Wolfgang, Johann Wolfgang an Christiane, Robert an Clara, Clara an Robert, Eleonore an Arrigo, Adele Sandruck an Arthur Schnitzler und Arthur an Adele, Karl Valentin an Liesel, Nietzsche an Mathilde Trampedach, Alain Delon an Romy, Hemingway an Marlene Dietrich. Mein Lebenslicht. Mein Wonnemir. Mein Alles. Mein liebstes Herz. Mein Innerstes. Meine Freiheit, meine Fessel. Mein Alles. Mein Heinrich. Meine Braut. Mein liebstes Sternbild. Mein Mädchen. Mein Beschützer. Seit Jahrhunderten sind es Briefe, die Trennungen überbrücken, die die Flamme der Liebe und der Sehnsucht befeuern, die der Leidenschaft und der Verehrung Worte verleihen.